Servus, grüß euch, ich bin's wieder, die Marie-Therese. Ich bin für die Liftgesellschaften Obergurgl, Hochgurgl im Marketing tätig. Wir haben uns das letzte Mal den Infopoint vom Naturpark Ötztal auf der Hohe Mutalm als Alternativprogramm angeschaut. Heute sind wir jetzt hier am Top Mountain Crosspoint. Da treffen wir uns jetzt gleich mit dem Attila, mit dem Hausherrn, der uns durch die neue Sonderausstellung historische Pistenfahrzeuge im Top Mountain Motorcycle Museum führt. Hallo Attila, wir sind jetzt da bei dir im Museum. Das Top Mountain Motorcycle Museum ist seit knapp 2 Jahren offen und das ist jetzt bereits die 3. Sonderausstellung. Wie ist zu der Sonderausstellung gekommen? Ja, wir sind ja immer sehr bemüht, sagen wir mal, interessante Sonderausstellungen zu zeigen, ja, weil das Museum soll ja interessant bleiben. Und was liegt näher als wie, sage ich jetzt mal, historische Schneefahrzeuge, nicht nur Pistengeräte hier zu zeigen. Wir sind ja da mitten im Skigebiet auf 2175 Meter. Ja. Mhm. Uns war einfach unser Ansinnen, diese Exponate, die wir schon hatten, und wir konnten also im Sommer einiges dazu erwerben, in der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wie viele Geräte sehen wir jetzt da? Wir haben jetzt, eine steht quasi auch im Skigebiet und eine steht vor der Tür, weil alle haben wir da gar nicht Platz gehabt, aber in etwa 15 Pistengeräte und 3 andere Schneefahrzeuge und noch ein paar kleine Skilos und so weiter. Ja. Ja, wir haben also kanadische, wir haben italienische, das sind die da, und dann haben wir Schweizer, 2, 3 auch österreichische, also von allen Ländern, muss ich sagen, die was also Schneegeräte produziert haben, ja, auch als schwedische hier, und ein richtiges Lieblingsgerät gibt es jetzt da nicht, gell? Aber sie sind alle funktionsfähig, ja. Und jedes ist interessant zum Fahren, weil ja die Antriebe völlig teilweise unterschiedlich waren früher. Und sage jetzt mal, genauso wie bei den Motorrädern, jedes anders zu bewegen ist und war auch für andere Zwecke gebaut worden. Und, so. Und das ist also, je nachdem, ob man nur einen Ausflug macht oder ob Pisten präpariert, ja, das ist also dann schon ein großer Unterschied. Und jedes ist für sich einfach sehr schön. Gut. Und ein Unikat. Genau. Gut. Da sind ja sehr viele spezielle Pistenfahrzeuge. Ich habe aber schon eins ins Auge gepickt und das würden wir jetzt gerne noch genauer anschauen. Also das, was du jetzt da rausgepickt hast, ist kein Pistengerät, sondern ist ein Schneefahrzeug. Mit dem hat man quasi schon in den 50er Jahren, das ist also von 1947 in Kanada, wie beim Bus, aber in Kanada natürlich gibt es viel Schnee, hat man also so die Kinder zur Schule transportiert, eigentlich wie ein Bus, und alle möglichen Personentransporte natürlich da mit durchgeführt, und das war eigentlich ganz interessant, das zu kriegen, das hat mich auch noch aufmerksam gemacht. Also der arbeitet bei Bernd Bombardier, ja, und der ist von Kanada gewesen und hat gesagt, er könnte mir sowas besorgen. Ja. Dann bin ich also nach Ottawa geflogen, ja, und haben mir das angeschaut und habe ich natürlich das gleich gekauft, weil das von 47, also, und so ein interessantes Gerät mit einem 6-Zylinder Ford Flathead Motor drinnen, ja, der also ein paar Schnuren Schlüssel umdrehen und das Ding funktioniert. Macht richtig Spaß, sowas in der Ausstellung zu haben. Ja. Schauen wir es uns an. Gerne. Was haben wir, also im oberen Stock, da befindet sich ja noch das normale Museum. Wie viele Exponate sind da zu sehen? Motorräder in etwa 250 und in etwa 10 Autos, also eher Sportautos, ja, und Motorräder vom ältesten 1886, ja, aufwärts. Was besonders vielleicht noch dazugekommen ist, ist also eine MV Agusta 750S aus dem Jahr 1975, eine 6-Zylinder Benelli ist
ist noch dazu gekommen, was, wenn man also jetzt einmal ein paar Monate nicht da war, dann sieht man dann die immer dort, wieder was Neues. Genau, und dann eine Indian Popper, also die ist sogar von Indien gesponsert worden, von dieser Motorradmarke Indien. Die wird international gezeigt, die geht jetzt dann nach Dubai zur Motorshow. Und also momentan ist sie bei uns im Museum, gehört auch dem Museum, ist auch aufs Museum abgestimmt und sicherlich sehr interessant zum Anschauen. Der Attila hat uns jetzt einen Einblick in die Sonderausstellung vom Top Mountain Motorcycle Museum gegeben. Das ist zu erreichen über die Pisten, das ist hier am Top Mountain Crosspoint oder eben auch über die Straße. Im Sommer hat die Dimmelsjoch-Hochalpenstraße hier auch geöffnet. Und mir bleibt es jetzt noch, mich zu verabschieden, und ich hoffe, dass ich euch hier auf den Pisten von Obergurgl-Hochgurgl antreffe. Servus, Pfiat, danke.